Ja, ihr Lieben, willkommen im Marinemuseum Wilhelmshaven. Schon mal mit einem kleinen Ausblick von außen. Gleich geht's rein und dann seht ihr mehr. Also hier vor uns seht ihr schon mal die Mölders, den Lenkwaffenzerstörer. Hier im Hintergrund die Weilheim, aber die werden wir uns gleich noch näher anschauen. Also bis gleich. So, und jetzt sind wir im Inneren des Museums und hier seht ihr mal das Modell des schweren Kreuzers Scharnhorst. Nicht zu verwechseln mit unserer Scharnhorst. So, hier habt ihr jetzt noch mal einen kleinen Überblick, wie das Museum hier aufgebaut ist. Zahlreiche digitale Schautafeln, viele Modelle. Original-Uniformstücke. Machen wir eine Schiffsglocke. Schiffsglocke der SMS Oldenburg. Hier haben wir noch ein sehr schönes Modell, das Linienschiff Ostfriesland. Gilt als eines der ersten deutschen Großkampfschiffe. So, hier haben wir noch ein paar sehr schöne Modelle. Hier das Linienschiff Schleswig-Holstein. Jetzt haben wir hier das Panzerschiff Admiral Graf Spee. Jetzt kommen wir natürlich hier auch zur Bismarck. Dann haben wir natürlich hier gleich das nächste Highlight, und zwar die Schiffsglocke des Panzerschiffs der Admiral Scheer, also die Originalschiffsglocke. Hier habt ihr eine U-Boot-Flakstation, ein U-Boot-Flakgeschütz, 20 mm. Wie es also auf den meisten deutschen U-Booten dann verbaut war. So, hier seht ihr nochmal das Modell der Bismarck. Jetzt kommen wir noch zu einem Highlight, und zwar sieht er jetzt hier eine Original 38 cm Granate, wie sie von der Bismarck und der Tirpitz verschossen wurden.
Also ich hoffe, ich kann das einfangen, wie groß diese Granaten wirklich waren. So, ihr Lieben, und jetzt sind wir auf dem Außengelände des Museums. Und hier wird es natürlich interessant, weil hier liegen die ganzen Schiffe. Ihr seht hier ein U-Boot. Und das werden wir uns alles jetzt näher anschauen. Also wir werden in jedes Schiff reingehen, soweit möglich, ins U-Boot, in die Mölders. Also bis gleich. Hier haben wir jetzt eine 40 mm Flakstellung. Hier haben wir jetzt die U10 liegen. Die werden wir uns nachher gleich von innen auch anschauen. Ich werde jetzt erstmal eine Hafenrundfahrt mitmachen. Das könnt ihr mitbuchen, wenn ihr im Museum seid. Könnt ihr also eine Hafenrundfahrt, eine einstündige mitbuchen. Gott sei Dank ist es heute nicht so windig. Es regnet zwar, aber ja, Gott sei Dank nicht so windig. Und ich hoffe, der Ton passt auch so. Also da werden wir gleich reingehen. Und natürlich auch in jedes einzelne Schiff. Wir gehen jetzt gleich in die U10, ein 1500 PS starkes U-Boot, was mit Elektromotoren angetrieben wird. Ein 1500 PS Motor treibt die Schiffsschraube an. Die Batterien sind unter dem gesamten Bootsrumpf verteilt. Geladen werden die Batterien durch zwei Dieselmotoren mit jeweils 600 PS, die wegen des Verbrennungsvorgangs natürlich auch nur zum Einsatz kommen, wenn das U-Boot aufgetaucht oder direkt unter der Wasseroberfläche schnorchelt. Ja, und das U-Boot hier wurde hauptsächlich zu Aufklärungszwecken in der Ostsee eingesetzt. Hier seht ihr mal eine kleine Küche mit einem Backofen, Kombüse. Hier haben wir jetzt das Echolot, Tiefenmessgerät auf akustischer Basis und die Waffenleitanlage des Bootes. Hier seht ihr jetzt das Seerohr. Hier geht's in den Turm des Bootes. Hier haben wir jetzt den Seitenruderstand.
hier seht ihr noch auf der Toilette oder neben der Toilette die Bordschleuse. Die Bordschleuse diente zum Ausstoß für Täuschkörper, die im Wasser hinter dem U-Boot ein Scheinziel für das Aktivsonar eines U-Jägers erzeugten. Aber ihr seht mal, wie beengt das auf so einem U-Boot zuging. Und jetzt kommen wir zu den Dieselmotoren des Bootes, mit denen dann auch die Elektromotoren aufgeladen werden. Und ihr seht also wirklich, wie beengt das hier auf so einem U-Boot ist. Ja, und jetzt sind wir wieder außerhalb des Bootes. Also das Schöne ist, hier im Museum kann man das Boot komplett begehen. Ja, und ich würde sagen, jetzt geht's weiter zur Mölders. So, und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns das größte Schiff hier im Museumshafen Wilhelmshaven an. Die Mölders, die 34 Jahre im Einsatz war, 1968 in den USA gebaut war und 334 Mann dienten hier an Bord der Mölders. Ich würde sagen, wir gehen mal drauf, weil ich glaube, hier kann man auf alle drei Ebenen des Schiffes gehen. Also, los geht's! So, jetzt sind wir am Bug des Schiffes, also ganz vorne. Wir werden uns auch gleich die Brücke da oben anschauen. Hier seht ihr mal die Waffenstation. Kann man leider nicht reinschauen. Hier seht ihr mal die Ankerketten. Haben schon eine ordentliche Stärke, wenn ihr das seht hier. Und ich würde sagen, auf zur Brücke. So, jetzt gehen wir mal. Das müsste die Weilheim hier vor uns sein. Wir sind aber noch an Bord der Mölders. Rundgang zur Brücke. Also wir sind jetzt praktisch einmal um das ganze Schiff außen drumherum gegangen und werden uns jetzt mal in Richtung Brücke bewegen. Ja, angetrieben wurde die Mölders von zwei Dampfturbinen mit 70.000 PS
Und bewaffnet ist die Möllers mit 2 Geschützen zu je 127 mm, die haben wir gerade da vorne gesehen, mit der man Seeziele in einer Entfernung von bis zu 13 Kilometer bekämpfen kann. Und ich würde sagen, auf zur Brücke. So, jetzt sind wir auf dem nächsten Deck und da haben wir das 2. Geschütz, 127 mm. Auch den Flugkörperstarter am Heck des Schiffes. Ich versuche euch das mal einzufangen, also wer da nachlesen will, einfach Pause drücken. Ihr seht, da ist sogar noch ein Flugkörper oder Flugkörperattrappe drin. Also schon sehr beeindruckend. Sind wir jetzt an einer Aussetzstation oder an einer Art Kran, mit der man, das zeige ich euch gleich, Speedboote wohl aussetzen konnte. Ihr seht das hier. Bewegen wir uns weiter vor, wieder in Richtung Bug des Schiffes. Ja, und hier haben wir jetzt die S-Rock Starter, also die Raketenstarter. Ich fange euch das mal wieder ein. Filmen in so einen Raketenstarter. Ja, schon sehr beeindruckend. Café, so wurde es genannt. Hier ist wohl ein Leitstand. Kann man nicht rein? Ach, da geht sie gerade. Geht nur rund, ja. So, jetzt sind wir auf der nächsten Ebene der Möllers und hier seht ihr diesen Raketenstarter noch mal ein bisschen näher oder ein bisschen von einer anderen Perspektive. Da noch mal die Weilheim, da werden wir auch gleich drauf gehen. Wie gesagt, ihr könnt jedes Schiff, was hier im Hafen liegt, könnt ihr besuchen. Das ist das Schöne und könnt euch die Schiffe auch von innen anschauen. Also es lohnt sich auf alle Fälle mal hierher zu kommen. So, und jetzt sind wir auf der Brücke oder im Brückenbereich und jetzt wird es natürlich interessant. Vorne seht ihr die Kaiser-Wilhelm-Brücke.
Ja, weiß waren aber von Anfang an öffentlich. Von Anfang an waren nur normale Scheiben. Schade. Schade, das muss zum Weiteren natürlich auch eine gewisse Abschreckung terroristischer Maßnahmen. Die Tatsache alleine, dass dort Kriegsschiffe vor Ort sind und die Handelsschiffe hier kontrollieren, hat natürlich eine hohe Abschreckung. Hier sind wir jetzt im Herz des Schiffes, der Kampfführungsstelle. Also von hier aus wurde alles gesteuert. So, jetzt geht's in den Funkraum der Mölders. Hier noch bei mit dem Morse-Alphabet. So, hier habt ihr jetzt die Schlafkammer. Hier ist eine Tafel mit den Hier ist die vom Schiffsoperationsoffizier. Also ihr seht, die Offiziere waren schon etwas besser untergebracht. Und hier ist die Kommandantenkammer. Hier die Kammer des ersten Offiziers, direkt neben dem Kapitän. Jetzt befinden wir uns in der Cafeteria des Schiffes, in der 1987 ein Brand ausgebrochen ist. Dort hat sich eine Fritteuse entzündet und das Schiff entkam nur knapp der vollständigen Zerstörung. Ja, durch den Fettbrand der Fritteuse und ja, der Brand konnte auch nur gelöscht werden mit Hilfe der begleitenden Fregatte Niedersachsen. Konnte man dann den Brand letztendlich löschen und das Schiff konnte dann aus eigener Kraft nach Kiel zurückkehren. Hier seht ihr mal den Namensgeber des Schiffes. So, hier sind wir jetzt im Schiffslazarett. Nein.
Und ihr seht, auch das gab es an Bord dieses Schiffes. Hier sehen wir jetzt die Portopee-Unteroffiziersmesse. Also hier haben die Unteroffiziere gesessen. Hier haben wir jetzt ein WC und einen Waschraum mit Dusche. Seht ihr, hier geht es noch weiter in den Bauch des Schiffes zum Turbinenraum. Kommt man aber leider nicht hin. Hier haben wir ein Versorgungsbüro. Büro des Rechnungsführers hier. Hier haben wir einen Umladeraum für die 127 mm Munition. Sind wir jetzt noch mal in den Waschräumen. Toiletten, Urinale. Ihr seht auch alles aus Material, was man leicht reinigen kann. Ja, jetzt geht's noch eine Ebene hinab. So, jetzt sind wir auf dem Mannschaftsdeck der Mölders. Ihr seht auch mal einen Spindaufbau. In den Zeiten nach dem Essen, vor der Mittagsmusterung, dann habe ich mich in meinen Kopf gelegt, weil ich konnte von einer Kombüsen, die Betten schlafen und nach einer Viertelstunde frisch wieder aufstehen. Den Aufenthalt zwischen den Fahrten, zwischen den Einsätzen, die kommt natürlich eine besondere Bedeutung zu, weil die Besatzung einfach mal komplett ausspannen kann und sagen kann, jetzt sind wir eingelaufen.
insbesondere dann, wenn man in einem militärischen Hafen dichter gesichert ist, wo man guten Gewissen sagen kann, also hier kann nur nach menschlichem Ermessen nichts passieren. Hier sind wir jetzt in der Wäscherei. Hier wurde die Wäsche der 334 Besatzungsangehörigen gewaschen. Ja, jetzt geht es auch schon wieder Richtung Ausgang. Gehen wir noch mal zum Heck des Schiffes. Ja, das war eine Runde auf der Mölders. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Schiff. So, und jetzt geht es weiter mit dem Minenjagdboot der Weilheim. Drüben noch mal die Mölders. Hier sehen wir die Minenjagdkrone PAP 104. Das sind ferngesteuerte Schwimmkörper, die im Vorfeld des Bootes mit Kamera die Minen aufspüren und so die Aufgaben etwas sicherer machen, weil das Schiff das Minenfeld nicht mehr überfahren muss. Ja, das Schiff wurde dann, ich glaube, es waren in den 90er Jahren damit ausgerüstet. Vorher musste das Schiff noch ein Schleppgeschirr hinter sich herziehen, das heißt, es musste das Minenfeld überfahren. Das war dann mit diesen ferngesteuerten Drohnen war das dann nicht mehr nötig, hat die ganze Sache ein bisschen sicherer gemacht. Und hier kommen wir jetzt nochmal in den Außenbereich. Vor dem U-Boot sieht man hier nochmal Original-Torpedos des Typs G7A. Hier seht ihr noch was Besonderes, das ist solch ein Torpedowerfer aus der Nähe mal gefilmt. Zwar ein 533 mm Torpedowerfer und ja, wir haben zum Beispiel auf der Scharnhorst auch diese 533 mm Torpedowerfer. Ja, und zum Abschluss des Rundgangs kommen wir hier noch zu was ganz Besonderem. Und zwar sehen wir hier Panzerplatten, Original-Panzerplatten vom Schlachtschiff Tirpitz.
gehe mal eine Runde drumherum und da seht ihr erstmal, wie dick diese Panzerplatten sind. Also das sind tatsächlich originale Panzerplatten von der Tirpitz, vom Schlachtschiff Tirpitz. Schaut euch mal diese massive Dicke an. Und hier das Graue, was ihr hier seht, das ist ein Stück vom Netzkasten mit Boje vom Schlachtschiff Tirpitz. Ihr wisst, als die Tirpitz dort im Fjord lag, hatte man solche Netze drumherum gespannt und das ist ein Teil davon vom Netzkasten. Und ihr seht, hier ist sogar schon ein Treffer. Also das ist ein Originalstück der Tirpitz. Und allein dafür lohnt es sich eigentlich hierher zu kommen ins Museum. Weil wer kann schon sagen, ich hatte mal ein Stück oder ich habe mal ein Stück von der Original Tirpitz berührt. Also allein dafür lohnt es sich hierher zu kommen, ihr Lieben. Ja, und mit. Ja, hier haben wir noch eine Schiffsschraube. Eine große Schiffsschraube vom Zerstörer Bayern. Hier haben wir noch ein besonderes Ausstellungsstück, das ist ein Kanonenrohr. Ihr seht das Geschützrohr der SMS Seydlitz, des Kreuzer Seydlitz, der damals einen direkten Treffer auf die Kanone bekommen hat. Also ihr seht, ihr seht auch die Züge und die Felder im Kanonenrohr und seht auch drinnen, ich hoffe man sieht es, also wie verbeult das Innere der Kanone ist. Ja, und damit möchte ich mich eigentlich verabschieden vom Museum, vom Marinemuseum Wilhelmshaven. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also es lohnt sich auf alle Fälle hierher zu kommen. Ich kann es euch nur empfehlen. Und ja, dann hören wir uns. Euer Playguru. Macht's gut. Tschüssi.